Ja, Station Nummer 5 der Big Mac Rocks Tour, heute mit Virginia Ernst in Horn. Wer sich jetzt fragt, nicht was ist Horn, sondern wer ist Virginia Ernst, ich habe es wieder für euch zusammengefasst. Virginia Ernst, die 24-jährige Wienerin, hat nach fast 14 Jahren Eishockey die Eingebung gehabt, sich eine Gitarre zu kaufen und jetzt Musiker zu werden. 2011 ist sie nach England gegangen und hat gelernt, wie man Musik schreibt. Von da an ging es mit der Karriere steil bergauf und heute rockt sie einen McDonald's in Horn. Hallo! Hi! Virginia Ernst, ich habe sie dir schon kurz vorgestellt. Was ich super spannend finde, was ich heute erst herausgefunden habe auf deiner Wikipedia-Seite, du warst im Eishockey-Nationalteam. Ja, genau. Das heißt, du kannst nicht nur großartig Musik machen, sondern du kannst dann auch Eishockey spielen. Ja, das ist mehr oder weniger meine Vergangenheit gewesen. Also seit zweieinhalb Jahren spiele ich ja nicht mehr Eishockey. Ja, aber es hat quasi abgelöst, die Musik. Genau. Also ich habe schon immer, das war für mich ein Herzschlag, die Musik und der Sport. Also ich war immer total sportlich und habe mehr oder weniger 7 Jahre lang im Nationalteam gespielt, 3 Jahre Profiliga in Schweden. Und seit meinem 8. Lebensjahr bin ich nur am Eis zu sehen gewesen. Ja, heute McDonald's. Es ist draußen schon relativ viel los. Also die Leute erwarten dich sehnsüchtig. Ich habe auch gesehen, du hast deine Fans schon mitgebracht, auch sage ich jetzt einmal. Ja. Das heißt, du hast schon so eine Community mittlerweile, die dir auch ein bisschen so nachreißt oder so. Ist das, passiert dir da schon, dass Leute bei verschiedenen Konzerten ja, die gleichen Leute sind? Ja, das ist urschräg irgendwie, weil beim Eishockey habe ich das halt nie wirklich mitbekommen, ja, weil klar, du bist immer als Mannschaft gerast, ja, und jetzt hat plötzlich Virginia Ernst, ja, der Rising Star und so, ich bin da irgendwie total so, hey, Leute, ich bin noch immer ein Mensch, ich koche noch immer mit Wasser, ja, und ich gehe genauso wie ihr aufs Klo, ja, und es ist für mich irgendwie total witzig, wie ich dann die Leute von Konzert zu Konzert immer wieder die gleichen sehe und dann neu kommen und es ist super cool. Aber ich glaube, genau, diese Einstellung macht dich auch als Person einfach so sympathisch bei vielen. Also weil du bist einfach so, ja, ich mach das halt, aber ich bin trotzdem nicht anders als ihr. Also dieses, genau, ja. Es gibt auch andere Künstler, die halt so, ja, Künstler sind, ja, sage ich jetzt einmal. Ich bin jedenfalls schon gespannt, was da jetzt auf mich draußen wartet, weil ich gehe immer auch sehr unvorbereitet in solche Dinge. Und dir wünsche ich jetzt einmal viel Erfolg. Dankeschön. Ein paar Minuten hast du noch, die gönne ich dir jetzt alleine. Dankeschön. Und viel Erfolg. Let's rock it. Clouds are pink, I didn't know brain could shrink from crashing into love so hard it almost hurts. Birds and bees making lots of flowers and trees, rainbows over waves and seas, I've got no words. I only want this feeling to go. So, das Konzert ist eigentlich schon vorbei, aber ich möchte den heutigen Vlog dazu nutzen, um euch mal zu zeigen, was für ein Riesenteam da eigentlich hinter jedem Konzert steht und was es da für Aufgaben gibt. Ich nehme euch jetzt einfach mit. Gibt es zum Beispiel so einen Projektleiter, der für alles verantwortlich ist und der schreibt gerade SMS und ist froh, dass der heutige Abend auch schon wieder vorbei ist fast, oder? Jetzt geht es also richtig los. Jetzt fangen wir es mal richtig an. Schau, Eventagentur-Fuzzi. Ha? Eventagentur-Fuzzi. Was? Ja? Ha? Und das ist so Chefaufbautechnik, Eventmanagement. Das ist der, das heißt Produktions- Produktionsleiter. Serge, was ist denn dein genauer Job? Chief Executive, Chief Executive Officer, Projektleiter. Projektleiter? Eventagentur-Projektleiter, weil der Benedikt ist der Kundenprojektleiter. Yes. Darf man Stargate Group sein oder muss ich das jetzt piepen? Stargate Group. So, jetzt haben wir noch einen Security. Davon gibt es aber noch mehr. Dann kommt unsere Airbrush Lady. Hallo! Hallo! So, dann gibt es noch ein Kamerateam. Die filmen jedes Konzert. Hallo! Hallo! So, dann gibt es da noch Tontechniker. Und da hinten gibt es noch Technik, ganz viel. Schau, da sitzt einer von denen. Und ist herüber ganz viele Knöpfe. Und Bildschirme. So, dann gibt es noch eine Presseverantwortliche, das ist die, aber die wollen wir nur von hinten zeigen, weil sonst kennt die ja jeder, die bleibt anonym. Oh, oh.
Security und noch ein Fotograf. So, das war Virginia Ernst in Horn. Ihr seht mich, wenn ihr wollt, morgen wieder mit Nazar in Wien. Und bis dahin, auf Wiedersehen.